Ja, Olli, bis Sonntagabend bist du noch nicht einmal im Team gestanden. Jetzt bist du als Doppelspezialist zuerst nachgerückt und nun sogar im Einzel zum Einsatz gekommen. Du musst dir ein bisschen fühlen, als ob du wie die Jungfrau zum Kind gekommen bist, oder? Ja, das war also ein bisschen sehr überraschend. Aber ja, damit muss man halt leben. Es ist halt bitter, was alles passiert ist in den letzten Tagen. Zuerst mit Alex mit der Verletzung, jetzt über die Nacht mit Andi das Fieber. Und ja, man hat versucht, halt alles zu geben. Heute war leider nicht genug gegen Herrn Hase, er hat gut gespielt und ja, kann man nur sagen, schaut bis jetzt. Im Pressezentrum hat man es eine Stunde davor erfahren, du wahrscheinlich etwas früher. Wann war es denn soweit? 8.15 Uhr in der Früh beim Frühstück. Okay, deine Reaktion wird etwas überrascht gewesen sein. Ja, war eigentlich sehr überrascht, aber ja, damit muss man halt umgehen und ich habe die letzten Tage gut trainiert, also ich habe jetzt nicht Angst gehabt vom Match oder so. Und ja, das einzige war, dass es überrascht war jetzt im kurzen Moment. Ja. Und du hast gegen Robin eigentlich auch gut begonnen, den Einzel, kann man sagen? Gut begonnen, aber nicht so gut gespielt wie im Training. Aber ich meine, das Training und Match, das ist immer was anderes. Ich war auch nervös am Anfang, jetzt am Platz zu stehen. Wenn ich am Anfang das Break geschafft hätte, sage ich mal, dann hätte ich ihn ärgern können. Den ersten Satz vielleicht, wenn ich den gewinnen hätte können, dann hätte er vielleicht mehr nachgedacht. Ja, aber so war er dann ziemlich locker und hat er dann wirklich sehr gut gespielt. Ja, aber nach 5 Games hast du gesagt, hättest du schon ein Sauerstoffzelt gebraucht, oder wie war das? Ich bin sehr viel gelaufen, aber ja, das war halt, es ist halt heute auch ganz anders. Also wir haben die letzten Tage bei einer leeren Halle gespielt und heute ist die voll und es ist also viel wärmer da drinnen, luftfeuchter und ja, also jetzt habe ich auch sehr viel trainiert, also wir hätten das Training sicherlich anders gestartet, auch wenn wir vorher gewusst hätten, dass ich Single spielen werde. Ja. Ja, hat leider notbedingt so sein müssen. Ja. Jetzt ist ja möglich, dass du sogar an 3 Tagen zum Einsatz kommst. Oder ist das überhaupt möglich, denn du hast eine leichte Verletzung? Na, die Verletzung ist nicht so schlimm. Wir haben jetzt nur zum Schluss gesagt, dass ich jetzt nicht mich so super mehr bewegen soll, ja, damit nichts Schlimmeres kommt. Das ist eine Verhärtung beim Adduktor, aber das ist nicht so schlimm. Und falls ich morgen zum Doppeleinsatz kommen, bin ich sicherlich fit dafür und ich hoffe, dass dann der Andi gesund wird. Ja, also der hat jetzt noch 1,5 Tage Zeit, bis das Fieber runterkommt und dann spielen wir mit dem Jürgen und mit Andi wieder am 3. Tag. Doppel und Einzel noch einmal zu spielen, klingt aber angesichts dieser leichten Angeschlagenheit, sage ich mal, als mutig. Ja, es wird sicherlich eine Herausforderung, aber es ist alles machbar, sage ich. Ja. Welche der drei, also Österreich hat ja im Prinzip jetzt, kann man sagen, 3 Doppelvarianten, die sich auftun. Ja. Welche befändest du für am sympathischsten? Am sympathischsten, also das gibt jetzt nicht. Ich sage einmal, es kommt darauf an, wie der Jürgen jetzt Single spielt, weil ich meine, der muss sehr fit für den 3. Tag sein. Wenn es kürzer dauert, ist das sicherlich eine Option im Doppel, weil sonst haben wir gesagt, dass es für ihn nicht so viel Stress ist. Mhm. Wir haben alle Varianten durch. Ich habe mit Julien sehr gut trainiert die Woche. Der Jürgen spielt mit dem Julien ja Doppel auf der Tour und heuer noch das Jahr. Die kennen sie auswendig. Ich kann mit dem Jürgen auch Doppel spielen. Wir haben ein sehr gutes Doppelmatch gehabt gegen Frankreich. Also da werden wir das heute am Abend dann entscheiden. Also nicht ich, der Captain. Wir werden uns alle zusammentun und dann schauen, was die beste Lösung für morgen ist. Wie schätzt du die Chancen jetzt momentan noch ein? Ja, das Wichtigste ist jetzt das Single. Wenn wir morgen das Doppel gewinnen, dann haben wir eine gute Chance. Ja. Und was ist, wenn Oliver Marach das 5. Match im Einzel gewinnt? Gibt es dann vielleicht doch wieder ein Einzel-Comeback? Aber dann werde ich fix einen Wodka trinken am Abend. Den hättest du dir dann sehr verdient. Ja. Danke dir, Olli. Danke.